Watch. Du. Geh erstmal dahin. Wir gucken später, was wir mit den Command Points machen. Könnten wir einfach hier mit ihm durchrasen. Kaputt. Wir stürmen gegen an. Kaputt, kaputt, kaputt. None shall survive. Ja, gib ihm. Aber wir haben genug Command-Punkte. aber ich glaube, so war das nicht so wirklich gedacht, oder? Ja, du komm mal zur Verstärkung da oben. Dann könnten wir ihn hier hinstellen und nach da guckend. Das heißt, er schießt die ganze Zeit. Und ihn da hinstellen, nach unten guckend. Das heißt, wenn Jeans die da nah genug rankommen, würden sie ihn zuerst angreifen und er ist im Defense-Modus. Also das würde am meisten Sinn machen. Und wir wollen das machen, was am meisten Sinn macht. Dann überleben wir nämlich. Ja. Du wolltest rückwärts gehen. Und in Overwatch. Going into Overwatch. So. Wir haben jetzt 5 Command-Punkte. Dafür könnten wir ihn dahin stellen und drehen. Oh, das eilt nicht, weil hier ist nur ein Blip und den wird er zerfetzen. Oder wir benutzen den hier oben weiter. Und zwar damit er... Warte. Also wir könnten ihn da hinstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Den könnte der einmal angreifen. Aber das müsste er hinbekommen. Also ja, du dahin. Damit wir nächste Runde hier genau die Formation haben, die ich gerade vorgeschlagen hatte. Also er in der Ecke greift die Nahkämpfer an, die reinkommen. Und er dacker, dacker, dacker den Gang runter. Okay. Alle haben ihre Punkte verbraucht, sind auf Position. Alles gut, end turn. Also ja, es ist schon eine bedrückende Stimmung. Oh, und er läuft zu dem Falschen. Da kommt noch ein Blip. Target. Dieses reißende Geräusch ist, glaube ich, wenn sie aus der Decke rauskommen. Das gibt's auch noch. Oder waren das Sonderregeln? Bin ich mir nicht sicher. 2 Punkte. 2 Punkte ist mir zu wenig. 1 Punkt. Danke. Du bist... So, du. Dreh dich mal nach da. Gott. A righteous kill. Mhm. Komm schon. Okay, jetzt hat er nur noch 1 Punkt und 1 Command-Punkt gegen Overwatch. Going into Overwatch. So, du gehst in Guard-Modus und hoffentlich greifen sie dich an. Oh, du stellst dich davor. Oh. Nee, der kann er nicht schießen. Ja, müssen wir hoffen, dass er wirklich angegriffen wird. I shall hold. Oh, und ich sehe gerade, hier werden auch die Punkte angezeigt, die sie noch haben. Sehr praktisch. So, du bist da. Overwatch. Watching for enemy contact. Mhm. Du dahin. Und die Tür ist zu. Advance, Brothers. Das ist nicht so schön. Aber gut, hoffen wir einfach mal, dass irgendeiner versucht, die Tür aufzumachen. Sonst muss er in den nächsten Runden dahin. So, 30 Gegner noch. Das klingt nicht so viel, aber es ist viel. So, hier ist jetzt der Knackpunkt. Einer kaputt. Oh, noch einer kaputt. Weil er ist genau zu dem Falschen hingelaufen. Also, aus der Sicht der Jeans-Dealer genau zum Richtigen. Nämlich dem, der weniger gut im Nahkampf ist. Was ja schon fast darauf schließen lässt, dass der Computer das weiß und darauf auch hinausläuft. Ja, danke, 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 danke. Ist ja gut. Deswegen hat er begrenzte Munition, weil er 500 Schuss abgibt, nachdem ein Gegner tot ist. Mhm. Also ja, ich denke, er wird das Ding hier eine Weile halten können. So, jetzt sind wir dran, richtig?
Geht's dir gut, Leon? 6 von 10. Aber ja, das Nachladen wird das Problem werden. Overwatch. Jupp, ist es bestimmt. Ich habe gar nicht auf die Punkte geachtet, aber es waren 6. Mal so, ja. Du stell dich mal da hin. Und vertraue darauf, dass er mit der großen Kanone alles tötet, was hier hinkommt. Dann machst du nächste Runde die Tür auf, gehst in Overwatch und danach jede folgende Runde gehst du rückwärts und in Overwatch. Das ist soweit gut. So. Hier oben. Du. Stellst dich da hin. Genau, da sind die Viecher. Wir haben noch ganz schön viele Punkte über. Also ein, zwei Mal halte ich drauf. Let them fall before us. Okay, nur noch einer da hinten und der braucht viel zu viele Schritte, um in unsere Nähe zu kommen. Sehr gut, also Overwatch. Er könnte auch in Guard gehen, muss aber nicht, weil sie halt nicht nah genug rankommen. Und du machst deinen Schritt zurück und gehst in Overwatch. So. 4 Punkte noch über. Warte mal. Mach mal Tür auf. Tötet ihn da. Und geht in Overwatch. Weil dann kann er 1, 2, 3 mal schießen, bevor er schießen könnte und der Munition verbraucht. Weil er hat ja unendlich. Also ja, das ist eine sehr gute Stelle hier. Overwatch ist an, Overwatch ist an, Endturn. Soweit läuft das richtig gut. Ein, zwei Knackpunkte hatten wir. Oben, als sie versucht haben, den Stormbolter anzugreifen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Kommandopunkte aufbewahrt habe, um die Ladehemmung aufzuheben. Das ist vielleicht nicht so gut. Genau. Weil dann können sie die Ladehemmung nicht in dem gegnerischen Zug beheben. Das sind doch ein paar. Zwei Blips unten, ist okay. Und fertig. So. Warum kannst du nicht schräg hauen? Du. Ladehemmung beheben. Command-Punkte sind in Ordnung. Nein, 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 nein. Das war falsch. Ich wollte da drauf drücken. Nein! Wenn ich ihn angreife, warum geht er da hin? Stormbolter, schieß. Okay. So. Ja, stimmt, ein Flammenwerfer wäre jetzt richtig praktisch. Wo er gerade so Cleanse and Burn sagt. Du, 1, 2, 3, 4, 5, ja, du gehst mal in Guard-Modus. Du kannst noch einen Schritt nach hinten gehen. Mit aller Eile nach hinten torkeln. So. Du. Hast noch 5 Schuss. Nicht nachladen. Overwatch. Du behebst deine Ladehemmung. Gehst zurück und benutzt einen Command-Punkt, um ebenfalls in Overwatch zu gehen. Dann haben wir noch 2 Punkte über, um Ladehemmung zu beheben. Klingt sehr gut. 18 Stück nur noch. Das wird super ablaufen. Ich denke, wir werden ohne Verluste, ohne irgendwelche Probleme die Mission abschließen können. Gleich die Ladehemmung. 17. 16. 15. Es geht richtig gut. Könnte zwar etwas makaber klingen, aber ich hätte gerne noch so eine Bolter-Anzeige hier oben. Das ist irgend so ein, einfach nur ein Bild von einem Bolter. Und jedes Mal, wenn man einen Jeans-Stealer umbringt, so eine kleine Kerbe dran. Das hätte auch was. Oh, ein großer Blip. Obwohl der Bolter dann irgendwann total zerkerbt sein würde. Bei so vielen. Aber ja. Du hast noch 4 Schuss. Solltest eigentlich mal ein bisschen rückwärts gehen, ha? Oh, neu würfeln. Ja, schon besser. Also du rückwärts.
rückwärts gehen. Overwatch. So, wenn du jetzt... Ja, das klappt. Also er dreht sich jetzt um, macht die Tür auf, dreht sich wieder zurück in die Richtung und geht dann eventuell diese Runde nicht in Overwatch. So, dann macht das erst nächste Runde. Müssen wir gucken, wie wir es mit den Command Points hinbekommen. So, du gehst einfach nur in Overwatch. Du gehst einfach nur in Overwatch. Du gehst nicht... Na doch, kannst in Guard-Modus gehen, du hast genug Punkte. Oh, du kannst von hier aus die Tür schließen. Okay. Du gehst in Guard-Modus. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Command-Punkte über. Und davon hätte ich gerne 2 auf Reserve für Ladehemmung. Also, 2 kannst du verbrauchen. Leon. Tür auf. Und umdrehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, nö. Da warten wir einfach mal eine Runde. Du bist im Overwatch, oder? Oh oh. Ich glaube, ich habe vergessen, ihn hier noch... Nee, habe ich nicht. Sehr gut. Kaputt, kaputt, kaputt. Ich denke mal noch so 2, 3 Runden, dann müssten wir genug Kills haben. Kommt ein Dreierblip. Auch wenn ich das nicht ganz verstanden habe. Normalerweise ist es einfach nur ein Blip. Aber manchmal sieht man 3 Genestealer, manchmal 1, manchmal 2. Hm. Okay. Overwatch. Guard. Overwatch. Du gehst jetzt einen Schritt zurück. Machst Overwatch. Du gehst einen Schritt zurück. Machst Overwatch und nur noch 11 Gegner. Zing. Ja, daka, 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 daka. Könnte eigentlich durchgehend draufhalten, richtig. Weil jeder von denen wird sich einmal bewegen und dadurch den Overwatch auslösen. Und er muss nachladen gleich. Einen Schuss hat er, glaube ich, noch. Für den da. Oh, oder auch nicht. Na komm, einmal noch. So. Daka, 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 daka. Ein Command-Punkt, ist okay. Schon, ja. Mhm. Damit dürfen unsere Command-Punkte weg sein. Und wir sind dran. Einer? Nee, danke. Schon besser. Also, du Guard. Du schießt zweimal drauf. Was war eigentlich das für eine Anzeige? Da waren so ein Kugelhagel auf dem abgebildet. Ist das sowas wie Suppression Fire? Dass er in Deckung geht oder so? Hm. Na gut, ja, da schon wieder das Kugelsymbol. Ach, vielleicht trifft man besser, weil man schon einmal drauf geschossen hat. Das könnte natürlich auch sein. Jo. Das werden sie. So, du hast noch einen Schuss. Dann schieß doch mal auf den da. Doch hin, wo du schießt. Deswegen triffst du nicht. Menno. Nachladen. Glüh. Sehr cool. Es sei noch so eine kleine Rauchfahne aufsteigen. Aber ja, 10 von 10. Wir hätten jetzt noch 2 Command-Punkte, um ihm einen Overwatch zu schicken. Aber ich denke mal, das brauchen wir nicht. Du machst einfach noch einen Schritt zurück. Gehst selber in Overwatch. Und deckst damit ihn. Wobei nur einer überhaupt dahin kommen dürfte. Also passt das schon. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Alles gut. Das müsste jetzt ein Win sein, wenn genug Leute in Sichtweite kommen. Kommen sie aber nicht. Zack, 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 zack.
Was ist das hier für ein Onslaught? Das sind noch viel zu wenige. Drei Gegner noch. Achso, es können keine neuen kommen, weil das die letzten drei sind. Ja, dann dacker, dacker doch mal ruhig durch. Schon wieder daneben. Was ist denn los mit dir? Vier, zwei, eins. Zwei, zwei, drei. Bei einer 5 oder 6 ist kaputt. Da ist gerade ein dezenter Soundbug. Death demands vengeance. Ja, da fehlt der Sound für die Kugeln. Man hört nur die Rohre rotieren, aber keine Kugeln raustreten. Sehr komisch. Das raubt ein bisschen die Stimmung. Und gewonnen. Sehr schön. 26 Minuten 40. 35 Kills. Kampagnenbanner unlocked. Okay. Aber ja, das war es jetzt noch für diese Mission. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und danach gucken wir uns die nächste an. Also ich fand diese jetzt wesentlich entspannter als die andere. Aber wahrscheinlich, weil wir auch nicht so sehr im Zugzwang waren. Es waren halt begrenzte Aliens und den kann man sich einbunkern und einfach dackern. Das ist recht entspannt. Aber gucken wir mal, was die nächste gibt. In der nächsten Folge. Also bis gleich.